Cajón, spanisch Holzkiste, ist ein aus Peru stammendes Musikinstrument. Es ist das wichtigste Rhythmusinstrument in afroperuanischer und traditioneller peruanischer Musik. In Europa wurde die Cajón zuerst durch den Flamenco bekannt. Heute findet man sie auch in vielen modernen Musikrichtungen. Wir sehen hier eine sehr exklusive Ausführung einer traditionellen peruanischen Cajón. Vorne die Schlagplatte aus etwas dünnerem Holz, die im oberen Bereich nur lose verschraubt ist. Mit diesen Schrauben kann der Klang der Cajón auch noch eingestellt werden. Auf der Rückseite sehen wir das Schalloch. Da es sich hier um eine traditionelle Profi-Cajón handelt, sind im Inneren keine Snare-Saiten eingebaut. Seite 15, Übungen mit Sprechsilben. Bumm. Klatsch, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, klatsch. Zweite Übung, bumm, tschak, bumm, bumm, tschak, bumm, tschak, bumm, bumm, tschak, bumm. Seite 16. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Seite 17. Orangensaft. 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 Zweite Übung, Seite 17. Donald Duck, Donald Duck, Donald Duck. Seite 18 und Seite 19 eine etwas längere Übung. Schneckennudel esse ich gerne und dazu Orangensaft. Schneckennudel esse ich gerne und dazu Orangensaft. Gleiche Übung, etwas schneller. Seite 20, 21. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Etwas schneller. Seite 22, erste Übung. Onkel Dagobert Duck, Onkel Dagobert Duck, Onkel Dagobert Duck. Etwas schneller. Zweite Übung. Donald Duck geht Fahrrad fahren. Donald Duck geht Fahrrad fahren.
mal schneller. Seite 23, Onkel Dagobert und Donald Duck, Punkt. Onkel Dagobert und Donald Duck, Punkt. Etwas schneller. Seite 24. Hakuna Fanta, Hakuna Donald Duck. Hakuna Fanta, Hakuna Donald Duck. Etwas schneller. Seite 25, erste Übung. Hakuna Bum Bum Chak. Hakuna Bum Bum Chak. Hakuna Bum Bum Chak. Etwas schneller. Zweite Übung. Ich kaufe Bananen. Ich kaufe Bananen. Etwas schneller.